Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück in sonnigen Italien. Ja, die Rapsecke ist fast runter. Ich habe mir gedacht, knipse ich eben an, nehme euch mit, ne? Müsste aber eben noch ein Bildchen machen, ne? Von unserem schicken New Holland Dreschkasten, ne? Richtig schicki fein. Das Teil, das gefällt mir. Da bin ich ganz ehrlich. Ich mag diesen kleinen Mähdrescher. Finde ich richtig schicki fein, das Ding. Letzter Rest hier von Schützenfest, ne? Im sonnigen Italien. Klimaanlage ist ausgefallen hier in Dreschkosten. Egal, ne? Müssen wir durch. Dann können wir das gleich eben verkloppern. Da freue ich mich ja schon ein bisschen drauf, ne? Dann machen wir hier Raps. Rapsstroh das erste Mal, ne? Ich glaube, das mache ich das erste Mal auf der. Irgendwo in Thüringen haben wir, glaube ich, mal Sojastroh gepresst, ne? Das war ja auch ein lukratives Business. Aber erstmal muss der Raps runter. Der Raps vertickert werden. Ja, einzigste Problem ist, wir haben keinen Ballenwagen, ne? Ist nicht so schicki fein, ne? Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Dass wir da irgendwie mal was an den Start kriegen, ne? Vom Fiat habe ich bis jetzt die ganze Zeit nichts gehört, ne? Seit ich hier an Dreschken bin. Ich denke, der kommt klar. Hoffe ich zumindest, ne? Nicht, dass da gleich hier irgendwelche Klagen kommen. Ich habe auch gar nicht nachgeguckt, wer diesmal fährt. Das zum Thema Raps. Raps. Raps, Raps, Rubbity Raps. Oh, der hat aber auch ein bisschen Mucken heute. Ja, auch nicht mehr viel Sprit drin, ne? Kann sein, dass ich hier diesen Feed Sprit-Mod mit drin habe. Das wäre nicht so schicki fein, ne? Das wäre nicht so schicki fein, bin ich aber ganz ehrlich. So. Schicki fein. Echt? Ich bin so ein Held vom Erdbeerfeld, ne? Mann. Ich vergesse immer, dass hier ja alles Kollision hat. Kollision hat, ne? Ey, wie will mich das heute hier alle veräppeln, ne? Das kann's nicht sein, ne? So, da können wir schon mal gucken, wo es die besten Preise gibt, ne? Raps. 1000 Multi-Dingsbums-Dings da. Da fuhrt wir dann eben hin hier. Markierung setzen. Wo ist das denn? Ach, da oben. Ja, da können wir ja hier lang brackeln, oder? Ja. Können wir da gleich lang fahren. Den Dreschkasten zum Hof bringen. Dann fährt wieder eben hin, ne? Dann können wir eben hier lang bracken. Kommt aber mehr, ne? Ich glaube, mehr ist auch bei uns noch gar nicht entereif, ne? Nur noch die ollen Sonnenblumen und da müssen wir erst was mieten und. Oh nee. In diesem Wagen müssen wir wahrscheinlich mieten. Hier müssen wir noch die Bellekis wegholen. Rapsstroh pressen. Viel zu viel Düngen. Also irgendwie kommen wir hier nicht aus der Arbeit raus. Also das ist Fakt, ne? Alle Mengen Gas geben hier. Gas, Gas, Gas. Ja, komm, wir nehmen irgendwie die Abkürzung. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Wir lassen den mal eben hier stehen. Weil wir wollen... Läuft. Wir wollen ja eben Raps verkaufen, ne? 11.000 Euro. Nicht viel Geld. Was ist der für Schmerzen mit dem Wagen? Wo kommen die denn jetzt alle her?
Weiß auch keiner, ne? Boah. Ne, jetzt fahren wir. Können wir ewig fahren. Haben wir auch noch was zu tun hier. Im sonnigen Italien. Müssen wir auch was schaffen. Schaffe, Häusle bauen. Gib mal Gas hier. Da ist nichts drin. Warum tust du sich so schwer? Habe ich reale Ladegewichte mit reingenommen? Das fliegt direkt wieder raus. Das verträgt sich nicht mit Rea. Da bin ich ganz ehrlich. So, erst drängeln und jetzt nicht in die Hufe kommen hier, ne? Das sind mir die richtigen. Boah. Keiner gesehen. Wollt ihr die Abkippseite hinten? Ja. Passt. Boah, ein Watten. Geht ja gar nicht, ne? Das geht ja gar nicht. Warum stehst du hier so rum? Nee, nee. So, machen wir ein bisschen schneller da. Ich muss hier mal gleich weg vom Computer. Mir wird warm. Puh. So, wir müssen aber gleich ab, ne? Boah, ey, nicht schleichen. Ist nicht normal, ne? Was, die schleichen? Die nachfolgenden Sendungen, ihr wisst Bescheid, ne? Können sich etwas verzögern. Da der Verkehr meint, er hätte hier ein bisschen mehr Zeit. Hoffentlich fahren die nicht gleich da lang, wo wir lang wollen. Ja, sicher. Ne, ne. Ich schmelze hier einen Trecker dahin und die fahren hier so schicki fein die 25 oder so. Geht ja gar nicht. So, jetzt Gas. Leute, wir müssen was schaffen. Da müssen wir nämlich hin. Wir müssen Kohlen regenerieren. Ja, drängel doch noch mehr. Ich kenn deine Nummer. Ja, guck, Nummernschild gesehen. Ausschreiben. Ach, seht ihr gar nicht. Vergesse ich immer. Jetzt sag mal, wo bin ich denn dagegen gebrackelt? So, da eben schicke ich vorne hin. Und was hat gleich ein Checkhaken hinter? So, langsam dahin fahren. Doch hin eben mitnehmen. Es kommt Kohlen rein, Leute. Endlich. Das ist auch wichtig, ey. Wir brauchen die Kohlen. Schickifani. 15.000. Das hat sich gelungen. So, abwärts und hoff. Abfahrt zu die Höfe. Und Presse hinterhängen, ne? Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge pressen, ne? Und auch am nächsten, irgendeinen anderen Tag.
Nicht nur heute Italien. Ach ja, Leute. Läuft. Wow. Mit den realen Ladegewichten und Reha, das kann man total vergessen, ey. Das macht keinen Sinn. Du kannst dich gleich beerdigen. Entweder nimmt man eins rein und oder das andere, weil beides, dann hast du keine Chance mehr. Dann ziehst du mit einem 10,50 einen 10-Tonnen-Kipper am Berg hoch und das bringt nichts. Das ist kein Spiel mehr in meinen Augen. Ja, das kannst du total vergessen. Hier hinten dran lang geschüsselt, da kommt ja gerade keiner, ne? Sprache und Fuhr einfach, ne? Svenny-like. Müsstet ihr euch ja dran gewöhnt haben, oder? Boah, ey, mir läuft die Sippe runter. Schickifeini, Leute. Schickifeini, sag ich dazu nur, ne? Kannst du machen. So Leute, ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bisher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wollt auf diesen Chaos-Kanal nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.